Hallo, liebe Abonnenten oder welche dies noch werden wollen, auf meinem Kanal willkommen. Heute gibt es mal ein spontanes Video. Es geht mal wieder um Technik. Und zwar geht es heute um den Funkscanner von Albrecht, das Modell AE75H, einer der wenigen analogen Scanner, die es so im Handel noch gibt. Es gibt schon noch einige. Aber das Gerät besticht durch seine Funktionen und auch durch seinen Preis. Es kostet nämlich weit unter 200 € im Moment zu haben im Internet von 125 bis etwa 150 € je nach Händler. Ich habe jetzt hier dieses Modell schon ausgepackt, denn wie man eine Kiste auspackt, das wisst ihr ja sicher, das muss ich hier nicht zeigen. Ja, wollen wir ganz einfach offen über die Funktionen sprechen. Was die rechtliche Seite angeht, ihr dürft ihn kaufen, ihr dürft ihn besitzen und alles Weitere, das könnt ihr selber, ja, recherchieren. Im Internet gibt es ja genug Material und auch über die aktuell geltenden Gesetze, was Abhören von Funkdiensten betrifft, könnt ihr euch schlau machen. Das wird jetzt hier auch viel zu weit führen und das will ich hier in dem Video. Geht es ja nur um Technik, ganz einfach. Ich will euch das Gerät einfach kurz vorstellen. Ich zeige es euch mal näher. Erstmal die Verpackung ist recht klein. Die Eigenschaften stehen hier auf der Seite, sogar auf der Rückseite in Deutsch. Das Gerät ist eigentlich baugleich mit dem Uniden-Scanner gleichen Typs. Wird in Deutschland von der Firma Albrecht halt vertrieben. So, jetzt zum Gerät direkt. Erstmal rein optisch. Das Gerät ist relativ kompakt. Ihr seht, es ist ziemlich klein im Vergleich zu meiner Hand. Es hat eine kleine Gummiantenne. Da kann man natürlich auch problemlos eine BNC, eine externe Antenne anschließen, also mit BNC-Anschluss. Es hat an der Oberseite eine Kopfhörerbuchse. Ein Drehknopf mit Rasten. Was man mit dem machen kann, zeige ich euch später noch. Wenn man darauf drückt, lässt sich auch hier die Lautstärke einstellen. Hat also mehrere Funktionen. Das machen auch die Tasten hier. Die haben ebenfalls mehrere Funktionen. Doch dazu später mehr. Auf der Rückseite ein Gürtelclip. Hier unten ist das Batteriefach. Und darin befinden sich zwei Nickel-Metall-Hybrid-Akkus, die zum Lieferumfang gehören. Ja, was ist alles dabei? Ganz einfach. Das Gerät natürlich. Die Antenne, die beiden Akkus und ein Ladekabel, ein ganz einfaches USB-Ladekabel, das man sowohl als Datenkabel verwenden kann, um das Gerät zu programmieren, als auch zum Aufladen. Es hat auf der Seite einen USB-Anschluss hier, mit dem man das Gerät ganz einfach aufladen kann. Auf der anderen Seite befindet sich nichts. Auf der Rückseite ist auch nur das Typenschild und auf der Unterseite ebenfalls nichts. Also es gibt aber keine Ladestation für das Gerät. Das lässt sich über USB aufladen. Bevor wir zu den technischen Daten kommen, schalten wir das Gerät einfach mal ein. Ich habe die Akkus natürlich geladen. So, das Display ist hintergrundbeleuchtet. Ups, nicht abhauen. So. Ich nehme es jetzt mal so in die Hand, da kann ich es besser bedienen. Und zu den Funktionen kommen wir gleich. Ihr seht jetzt hier auch die Hintergrundbeleuchtung. Und aber zuerst die technischen Daten, denn ihr wollt ja mit Sicherheit wissen, was das Ding kann. So, was die technischen Daten des Gerätes angeht. So hat es einen Frequenzbereich von 25 MHz bis 512 MHz. Allerdings nicht durchgehend, sondern von 25 bis 88. Dann beginnt der UKW-Bereich, den man mit dem Gerät leider nicht empfangen kann. Dann von 108 bis 137 MHz. Von 137 bis 174 und dann von 400 bis 512 MHz. Es hat 300 Speicherplätze, die ihr selbst programmieren könnt. Es hat 7 vorprogrammierte Servicebänder, damit ihr Funkdienst auch einfach auffinden könnt. Obwohl man fairerweise dazu sagen muss,
Viele Funkdienste sind mittlerweile auch in den Digitalfunk gewechselt und die kann man also mit dem Gerät natürlich nicht mehr abhören. Das Gerät hat ein Abstimmraster von 5, 6,25, 10, 12,5 und 20 kHz. Das ist einstellbar. Das Flugfunkabtastraster ist 8,33 oder 12,5 kHz umschaltbar. Die bereits vorprogrammierten Servicebänder, das sind Emergency, Freenet, PMR, Marine, R, CB und HAM oder HAM. Was sich darin dahinter verbirgt, einfach mal googeln oder vielleicht erwähne ich es nachher noch kurz am Schluss. Es hat einen Speicherdurchlauf und zwar 100 Kanäle pro Sekunde, ist also sehr schnell. Es hat einen Frequenzdurchlauf von 100 Schritte pro Sekunde. Ein Hypersearch-Modus mit 300 Schritten pro Sekunde beim 5 kHz Raster. Ja, es hat eine Batterie-Akku-Warnanzeige. Es hat einen nicht flüssigen Speicher, also einen EEPROM für die Einstellungen. Das heißt also, dass beim Batteriewechsel die Einstellungen, beziehungsweise beim Akkuwechsel oder auch wenn die Akkus mal leer sind, die Einstellungen nicht gleich verloren gehen. Ihr müsst alle Programmierungen dann wiederholen. Es hat eine Tastsperre, natürlich einen Anschluss, einen BNC-Anschluss für eine externe Antenne, eine Buchse für einen Kopfhörer, natürlich eine Mini-USB-Buchse auf der Seite für das Gerät, also um das Gerät aufzuladen. Die Stromversorgung, wie gesagt, über zwei AA-Batterien bzw. Akkus. Wenn ihr Batterien benutzt, findet sich hinten im Batteriefach ein kleiner Schalter. Da könnt ihr das Gerät umschalten, dass die Batterien nicht aus Versehen geladen werden und dabei zerstört. Zum Lieferumfang gehört ganz einfach die Gummi-Wedel-Antenne, ein Gürtelclip, der bereits am Gerät montiert ist, ein USB-Kabel, die Nickel-Metall-Hybrid-Akkus mit einer Kapazität von 2300 mAh, das ist recht viel. Gerät müsste daher, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber relativ lange laufen. So, das war im Prinzip die technischen Daten von dem Gerät. So, kurz ein paar kleine Funktionen demonstriere ich jetzt euch, damit ihr auch seht, was es kann. Empfangen werden wir hier wahrscheinlich nichts. Das ist auch rechtlich dann kein Problem. So, ich schalte mal kurz die Hintergrundbeleuchtung ein. Ihr habt unten eine Taste, da steht Funktion drauf. Wenn ihr da drauf drückt und auf Search, könnt ihr die Bänder umschalten, beziehungsweise die einzelnen Frequenzbereiche und auch, beziehungsweise was vorprogrammiert ist auf dem Gerät. Das habe ich euch ja schon erwähnt. Ihr könnt einen Frequenzsuchlauf hier starten bei dem Gerät, indem ihr einfach hier auf Search geht, da fängt das Gerät an hier ganz vorne im Band bei 25 MHz und sucht dann kontinuierlich durch. Das ist jetzt doof, dass er immer das Beleuchten ausschaut, ihr seht da nichts mehr. Ihr seht, er stoppt immer, sobald er was gefunden hat. Meistens ist halt hier nichts zu hören. So, um die jetzt alle Funktionen des Gerätes genau zu beschreiben, das wird das Video hier sprengen. Das könnt ihr ja selber ausprobieren. Ihr könnt, wenn ihr von Hand sucht, auch das Gerät jederzeit anhalten mit Hold. Ihr könnt eine Frequenz direkt eingeben, beispielsweise beim Programmieren oder auch wenn ihr direkt hören wollt. Und die Hintergrundbeleuchtung lässt sich immer durch die Power-Taste kurz zuschalten. Was noch Modis angeht, könnt ihr zum Beispiel Delay, das ist die Verzögerung, die er also stehen bleibt, wenn er was gefunden hat, das lässt sich auch einstellen. Und noch verschiedene andere Dinge. Jetzt machen wir mal aus, das Rauschen stört. Das könnt ihr alles programmieren bei dem Gerät. Das ist eine recht dicke Anleitung dabei, in mehreren Sprachen, natürlich auch in Deutsch. Und das Besondere bei dem Gerät ist, dass man es auch mit dem PC programmieren kann. Und da ist auch der gravierende Haken. Also ich habe es jedenfalls nicht geschafft, ein kostenloses Programm zu finden. Obwohl in der Beschreibung drin steht, auf der Homepage des Händlers,
kann man bzw. stehen zum Download Software bereit. Habe ich nichts gefunden auf dieser Homepage. Da steht ein Link im Anleitungsbuch vorhanden, den habe ich probiert. Da könnt ihr das Gerät bestellen und auch eine Software kaufen auf CD, aber nichts zum Download, außer den Bedienungsanleitungen und dem Datenblatt natürlich. Das hat mich etwas enttäuscht. Was noch erschwerend hinzukommt, ist, wenn ihr die Software sucht, es gibt eine Software, wie gesagt, die müsst ihr euch halt dann kaufen, aber erstens nur auf CD und die meisten Computer heute haben ja gar kein CD-Laufwerk mehr, so wäre ein Download angebracht, von mir aus auch ein kostenpflichtiger, aber gibt es leider nicht. Was noch hinzukommt, ist, dass das Programm nur für Windows verfügbar ist und dann auch nur für ältere Windows-Versionen. Zumindest steht das in der Beschreibung. Ob es mit Windows 11 funktioniert, weiß ich leider nicht. Denn ich habe leider einen Mac, also einen Apple-Computer, und der wird komplett nicht unterstützt. Ich habe mal einige Zeit lang im Internet gesucht, habe leider keine Tools gefunden, die das Gerät unterstützen. Das ist auch für mich der Hauptgrund, das Gerät jetzt wieder zurückzugeben. Und beachtet das bitte, wenn ihr euch das Gerät kauft. Wenn ihr keinen Windows-Computer habt und wollt das Gerät per Computer programmieren, schaut ihr leider in die Röhre. So, das waren jetzt erstmal hier die Grundfunktionen, technische Daten und das Gerät euch einfach mal zu zeigen, dass darum ging es mir also in diesem Video. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was zeigen von dem Gerät. Die Beschreibung im Internet ist nämlich recht dürftig. Natürlich konnte ich jetzt nicht hier alle Funktionen zeigen, das Gerät hier suchen lassen, stundenlang. Und wie gesagt, ihr müsst euch bewusst sein, dass man natürlich mit dem Gerät weder Rettungsdienste noch Polizei abhören darf, auch nicht kann, weil die mittlerweile alle digital funken. Die nutzen den sogenannten Tetrafunk, den man nicht so einfach empfangen kann. Dafür braucht man ein digitales Gerät und eine Schlüsselkarte in der Regel, denn die Gespräche sind verschlüsselt und natürlich ist das auch verboten, die abzuhören. Also bitte beachten. Wer aber ein Gerät sucht, zum Beispiel für mit in den Urlaub in andere Länder, wo es noch viel mehr Funkdienste gibt, die analog funken, wie bei uns hier in Deutschland, der ist hier gut bedient. Das Gerät hat eine sehr lange Akkulaufzeit mit den beiden Akkus, die sich auch problemlos über USB, also auch, wenn ihr wollt, über eine Powerbank, die muss halt nur genügend Leistung haben, aufladen lässt. Und oder halt auch über natürlich auch ein herkömmliches Handy-Ladegerät, sofern das genügend Power hat. Das ideale Gerät habt ihr somit gefunden. Es gibt das Gerät übrigens auch noch in einer verbesserten Version, also in einem höheren Modell. Das nennt sich dann AE125 und bietet einige Funktionen und auch mehr Frequenzbereiche als dieses Gerät und ein paar andere Sachen. Vielleicht mache ich von dem auch noch ein Video. Mal schauen. So, das war es jetzt erstmal von mir für euch hier. Dieser kleine Funkscanner von Albrecht, den ich euch jetzt hier vorgestellt habe. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir auch einen Daumen hoch da. Natürlich könnt ihr auch meinen Kanal abonnieren. Es wird auf diesem Kanal immer neue Videos geben. Nein, nicht nur Katzenvideos, sondern auch vieles, was Technik angeht. Und praktisch alle Bereiche der Technik. Schaut einfach mal vorbei. Lasst mir ein Like da und ein Abo. Das würde mich sehr freuen. Bis dann. Tschüss. Euer Mr. Tech.